unser Schiff den Hafen verließ, war ich fast fiebrig angesichts der knisternden Spannung, die in der Luft lag. Leinenlos für Anno 1503. Im Oktober dürfen Aufbauspieler endlich in See stechen. Größter Unterschied gegenüber dem erfolgreichen Vorgänger Anno 1602: Neben Endlosspiel und Einzelszenarios wird es auch eine storybasierte Kampagne geben. Wir durften eine der spannendsten Missionen durchspielen. War die schrecklichste Kreatur, die ich jemals erblickt habe. Und das Blut gefror in unseren Adern, als das Ungeheuer einen meiner Männer mit sich in die Tiefe riss. Unsere Aufgabe hat ausnahmsweise mal nichts mit Aufbau und Wirtschaft zu tun. Wir müssen 20 Minuten lang unsere gewaltige Kathedrale gegen den anstürmenden Feind verteidigen. Also bilden wir flugs neue Truppen aus und setzen den Sammelpunkt direkt am Missionsziel. Sicherheitshalber lassen wir die durchschlagskräftige Kanone in Turmstellung beziehen. Im Nahkampf hätte sie keine Chance. Unsere Vorsichtsmaßnahmen waren mehr als berechtigt. Der Feind ist zahlenmäßig weit überlegen und schlägt schnell erste Breschen in die Stadtmauer. Hier ist er bereits in den Stadtkern eingedrungen und zerstört mit Vorliebe unsere wichtigsten Gebäude. Auch unsere letzte Bastion scheint den Angriff nicht zu überstehen. Da hilft nur noch ein verzweifelter Ausfall unserer Lanzenträger. Glück gehabt. Wir haben die Attacke hauchdünn überstanden. Jetzt stehen die Chancen wesentlich besser. Denn während der Schlacht haben wir in der Burg Bedienmannschaften ausgebildet, die sich nun liebevoll um die herrenlosen Kanonen des Gegners kümmern. Ja, mein König! Jetzt müssen wir nur noch die Mauern ausbessern und haben damit ein unüberwindbares Abwehrbollwerk geschaffen. Reparaturarbeiten dürfen wir übrigens nur ausführen, weil gerade kein Feind in Sichtweite ist. So, diese Mission ist geschafft. Doch die nächste Aufgabe wartet schon. Schließlich soll es unserer arg mitgenommenen Siedlung wieder ein florierendes Handelszentrum werden.